Von Gotham aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Greenwich ist eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Komm mir schnell Lob. Was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Keine weiteren Fragen. Alle Einheiten. Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2L. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate. Code 6. Commissioner Lopez festgehalten. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir. Hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Ja, und damit sage ich schon mal, wow, was für ein Einstieg. Denn wir sind der Batman. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zu Arkham Origins. Und da stand eben schon irgendwas vom Profil. Von dem Black Mask nämlich, das würde ich mir ganz gerne kurz vorher angucken. Ihr seht schon, wir spielen Arkham Origins. Und zwar, hier muss das auch irgendwo stehen. Hier, da. Gleich 4 Profile. Fangen wir mal vorne an. Moment. Was macht denn der Mauszeiger da? Guck mal, ich kann... Also wir spielen am PC, wie ihr schon seht. Oh, der Batman. Polizei weiß nicht viel über Batman, will aber nur zu gerne verhören. Kriminelle Elemente begreifen langsam, dass Batman eine Bedrohung für sie darstellt. Wisst ihr was? Ich gehe mal wieder raus hier. So. WASDG? Nein, ich spiele mit Controller. Wir fangen einfach erstmal an. Ich denke, wir werden später noch genug Zeit haben, uns die Profile anzugucken. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich muss der Spur der Zerstörung folgen, um Loeb und Black Mask zu finden. Es ist ganz toll, dass du mir die PC-Steuerung da zeigst. Hoffentlich geht er zu seinem Dorf. Du wirst es nur nicht mehr erleben können. Tut mir ja leid. Black Mask lässt Sachen nicht gerne unerledigt. Worauf wartest du?
Wenn du es tun willst, dann tu es endlich! Hey, ich bringe ja nicht alle Tage einen Anstaltsleiter um. Ich werd's genießen. Wir gucken erstmal, was das hier war. Ich sag gleich nochmal was dazu, wie wir dieses Spiel hier spielen werden. Nein! Bitte! Nicht noch einmal! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Och komm schon, darauf soll ich reinfallen? Probier doch mal was Originelles, du. Ja? Was glaubst du, wer du bist? Aber Wutsch! Nein! Bleib weg! Tu mir nicht weh! Ich hab die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Aber das war noch nicht alles, was du zu sagen hast. So, wartet mal kurz. Es ist ein Notfall und ich übernehme das Kommando. Wachpersonal und Polizeibeamte, stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen. Ah ja, okay, gut. Das war eine Ansage von Captain Gordon. Ja, er ist hier noch Captain. Das Ganze hier, Arkham Origins, das spielt nämlich noch so ziemlich am Anfang von Batmans Karriere. Der ist ungefähr ein Jahr ist er jetzt aktiv. Der hat noch nichts mit der Polizei zu tun. Er hat seine Kontakte zu Gordon und alles noch nicht geknüpft. Also insgesamt noch eher unabhängiger Freiheitskämpfer, Verbrechensbekämpfer und noch nicht so wirklich in die Polizei integriert, wie es ja später ist. Also die Polizei wird auch hinter ihm her sein im Laufe dieses Spiels. Ja, können wir kurz mit dem Joseph hier reden, bevor es weitergeht. Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht. Er wollte... Ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Aber wir wissen beide, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt. Ich habe nur meine Männer aus einem Flügel geholt. Die meisten gehören wahrscheinlich eh zu Black Mask. Sie sind der Leiter dieses Gefängnisses. Sie sollen sich gegen die Kriminellen behaupten und sich nicht von ihnen rumschubsen lassen. Hör mal, ich will doch nur nach Hause zu meiner Familie. Ja, ja, das müsste es gewesen sein. Ich habe mir den Anfang habe ich schon mal angezockt. Deswegen weiß ich das, dass da jetzt nichts mehr kommt. Gut, wir spielen zum einen auf Normal, wollte ich an dieser Stelle kurz gesagt haben, während wir hier schon mal weiter marschieren. In den Zellenblock A nämlich. Zum anderen werde ich versuchen, im Großen und Ganzen... wir werden auf jeden Fall alle Nebenquests machen und da beinhalte ich die Riddler-Trophäen mit rein. Die werde ich aber wahrscheinlich größtenteils... Das sind Black Masks, Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Na, dann mach mal. Die werde ich aber größtenteils offscreen machen. Also die meisten zumindest, was wir so nebenbei mitnehmen können. Und dann halt, wenn wir uns 100% nähern... weil das ja Teil der Riddler-Sidequest ist, also alle Collectibles, aber da werde ich wahrscheinlich eher Bonus-Videos machen, wo wir uns dann solche Sachen angucken. Die Profile selber... zack. Und den auch nochmal, zack. Und zack. Ich muss gerade mal kurz, ich krieg gleich weiter. Einmal hier, zack. Der kriegt aus dem Maul. So, komm, lass dich ergeben. Jetzt wirst du verhört. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich. Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von dir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Also wir werden nach Möglichkeit die optionalen Sachen hier mitnehmen. Alle Insassen, Sie sind nicht in Gefahr. Wiederhole, Sie sind nicht in Gefahr. Bewahren Sie Ruhe und informieren Sie Gefängnispersonal und Polizei, wenn Sie Informationen hier über den Aufenthaltsort von Commissioner Lowe...
Calendar Killer oder Calendar Man. Das ist der Kerl, der heute hingerichtet werden soll. Der Charles Julian Day. Charles? Nee, Gregory war es. Ne? Gregory Day. Day auf jeden Fall. Der Calendar Man. Ich will nicht behaupten, dass ich... Eine Drohne. Die gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Ich will nicht behaupten, dass ich ein Experte bin, was DC und Batman angeht, aber ich habe so zumindest die... Die wichtigen Leute kenne ich durch das... Los. Scheiße! Nein, ich brauche noch 5 Minuten. Ich war gerade beim Erzählen hier, Blödmänner. Wie macht... So, und dann hier nochmal aufs Maul, komm! Lässt uns wie... Mach dich schneller. Mach! Oh. Aber durch das Konsumieren diverser Serien, Filme, Comics... Das Tor blockiert meinen Weg. Ich muss mit dem Greifhaken drüber kommen. Schnell. Denke ich, habe ich doch so einen Ansatz eines Überblicks und kann zu den meisten Leuten, denen wir hier begegnen werden, irgendwas sagen. Und außerdem gibt es ja noch die Profile, die wir uns dann noch angucken werden. Aber jetzt machen wir erstmal das Tutorial. Die Profile, das können wir dann machen, wenn wir in der Stadt unterwegs sind dann tatsächlich. Ja, wir kommen dann noch in die Stadt... Ich glaube, das Tutorial wirkt am besten, wenn man das so quasi in 1 macht hier, ohne ständige Unterbrechung. Wenn du Geld von Black Mask nimmst, musst du ihm gehorchen. Wenn du ihn widersprichst, passiert das. Ich schleich mich mal an. Ich will auch versuchen, möglichst viele dir... Was ist das? Ach, gucke. Sprüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Du hast doch komplett... Ich will auch versuchen, möglichst hier so Unterhaltung... Körperpanzerung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Unterhaltung. Ich konnte mal kurz, während er hier auf mir einschlägt. Ich will auch versuchen, Unterhaltung nach Möglichkeit zu belauschen, bevor wir irgendwie eingreifen. Und jetzt machen wir erstmal hier zack. Und nehmen ihn auseinander, so wie den anderen nehmen. Immer wenn wir, ich glaube es sind 7, wenn wir so ein 7er-Kombo zusammen haben, können wir so eine Spezialattacke machen. Und das pro 7er-Kombo. Ne, Herr Polizist? Black Mask ist das Ziel dieses Einsatzes. Wenn wir da wieder oben lang klettern, ne? Ja, genau. Ich werde wahrscheinlich relativ oft hier durch die Gänge watscheln. Einfach weil ich das wahrscheinlich... Oh, Vicky Vale! Weil mir das häufiger passiert, auch in anderen Spielen. So, gehalten. Ich muss mich an die PC-Steuerung erst noch gewöhnen. Ich habe die anderen Spiele damals auf PS3 gespielt. Das ist ja ein völlig anderer Controller. Deswegen ist es so ein bisschen anders belegt, das Ganze hier. Hallo! Jetzt gibt's aufs Maul, meine Freunde. Die Kamera ist nicht unbedingt unser Freund. Merke ich gerade so ein bisschen. Und es ist wohl nächstes Mal 8. Ne? Hallo? Wir wollen keinen Ärger. Da ist er. Die Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Ja. So viel dazu. Das sind alles Charaktere, die sind natürlich Batman-Fans wohl bekannt. Die werden... wir werden uns später die Profile natürlich noch angucken. Habe ich ja schon gesagt. Na du, kann man mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Kommen wir wahrscheinlich wohl hier weiter. Ach so, ja, ich muss wieder hier... Ah, falsche Taste wieder. Das erinnert mich an den Lego-Movie. Ha, im ersten Versuch. Ja, genau. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Ja, viele der Gadgets sind ja schon aus Arkham City bekannt.
Aber ich habe mir überlegt, ich spiele lieber chronologisch, statt in der Reihenfolge, wie sie herausgekommen sind. Das wirkt von der Story her besser, denn ich werde die komplette Batman-Reihe durchspielen. Und da zähle ich auch Blackgate mit dazu. Dieses Handheld-Spin-Off, das kommt... Man sagt ja, Verbrechen los! Aber wenn man die Taschen von unserem lieben Commissioner angucken, die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht werden andere Seiten aufgezogen. Von der Story her, das soll so das erste Deine Mal Tage sein. Deine Tage sind gezählt, Lob! Du hast den Mann gehört. Heute Nacht ist unsere Nacht. Genau, heute knipst der Lob das Licht aus. Nur noch Zeit, dass Lob bekommt, was er verdient. Na, auf jeden Fall. Jetzt hört zu. Black Mask hat uns rausgelassen. Wie ich das sehe, schulden wir ihm was. Wir sollten jede einzelne Wache loswerden, damit er es leichter hat. Das könnt ihr ja machen, aber ich verzieh mich. Und mach beim ersten Schnapsladen Halt, den ich sehe. Alleine hast du keine Chance. Wir müssen zusammenhalten. Die Wachen ausschalten und dann hier ausbrechen. Er geht nicht alleine. Ich gehe mit ihm. Ich auch. Ich könnte einen Break vertragen. Hier trennen sich unsere Wege. Wer mit mir kommen will, die erste Runde geht auf mich. Wer Black Mask helfen will, viel Glück. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, wie gesagt, ich wollte nach Möglichkeit hier solche Sachen auch belauschen. Jetzt huschen wir mal hinterher. Wir müssen ja schließlich dem Commissioner Lope helfen. Ja, wir werden die komplette Reihe spielen, inklusive Blackgate. Das heißt, alle fünf Spiele, ne? Da zähle ich nämlich das neue Spiel, Arkham Knight, auch schon mit dazu. Das ist nämlich schon vorbestellt. Ich hoffe, dass wir mit der Reihe bis zum Release soweit durch sind. So, einmal hier in die Mitte rein, zack. Jetzt kriegen die gleich mal aufs Maul. So, und jetzt haben wir hier so einen Bonusangriff. Ja? Das sind diese hier, die schalten einen Gegner automatisch aus. Und wenn wir jetzt wieder eine 8er-Kombo zusammengekriegt hätten, hätten wir jetzt nochmal so eine Kombo machen können. Das haben wir aber leider nicht. So, du willst was, wa? Ich spiele die deutsche Version, also ich finde die englischen Sprecher insgesamt besser. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, wir spielen die deutsche Version einfach wegen Let's Play und so, ne? Ich tue euch mal den Gefallen. Ihr wisst ja, ich bin eher so der Fan von englischen Originalversionen, also zumindest was so Sprecher und sowas angeht. Aber ich bin durchaus bereit, da Kompromisse zu machen. Genau, hast du. Hast du gut gemacht, Junge. Hast du gut gemacht. So. Guck, da steht er direkt dahinter. Ich weiß noch nicht, wie ausgiebig ich die Detective-Sicht benutzen werde. Gerade später bei den Schleichpassagen dann. Macht mir daraus bitte keinen Strick oder sonst irgendwas. Es gehört zum Spiel dazu und klar kann man es auch ohne, aber das ist für ein Let's Play vielleicht teilweise ein bisschen frustrierend. Na, wir werden es sehen. Und wie gesagt, ich werde Charaktertrophäe freigeschaltet. Jawohl. Ich werde die Riddler-Trophäen und all diese optionalen Sachen, die werden wir mitnehmen, aber halt teilweise oder bei den Riddler-Trophäen zu großen Teilen offscreen. Wir werden die Nebenmissionen werden wir alle machen. So, das brauchen wir jetzt für die beiden Schalter da. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Das sieht natürlich geil aus, ne? Also überhaupt kein Vergleich zur PlayStation. Von der Grafik her. Wir verfolgen natürlich Black Mask. Das ist dieser Typ in dem schönen Anzug mit dem schwarzen Totenkopf. Das ist so eine Maske, die hat er auf. Und der andere Kerl, das war natürlich Killer Croc. Der Große mit den Schuppen. Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit drücken, um die Tür zu öffnen. Dann machen wir einfach mal zack und zack. So. Im ersten Versuch. Haha.
Was habt ihr denn hier gemacht? Leute untersucht, wa? Die Arkham-Spiele, die sind ja auch immer so voll von kleinen Anspielungen und ach, da oben. Wo es sich wirklich lohnt, sich dann vielleicht auch mal in der Umgebung so ein bisschen näher umzusehen. Wenn man zum Beispiel hier irgendwelche Namen entdeckt auf so Calendar Man. Ha, cool. Check aber schon fertig, aber die Autopsie noch nicht, weil der Kerl halt noch lebt. Der soll ja erst noch hingerichtet werden. Andererseits, es ist doch Weihnachten und er ist der Calendar Man. Da links ist Calendar Man. Das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julian. Und das könnte hilfreich sein. Sir, was ist mit Loeb? Bring ihn rein, bring ihn rein. So, die Szene gucken wir uns gleich von unten weiter an. Ich hatte nämlich das Tutorial-Testweise schon mal gemacht gehabt. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht machen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Die Show ist vorbei, Jungs. Die Story hinter dem Killer Croc ist, dass der von Geburt an so einen Gendefekt hat. Es gibt ja diese Krankheit, dieses Krokodilhaut-Syndrom. Ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Ihr wisst, was ich meine. Also wo die Haut immer weiter Schuppen bildet und man mehr oder weniger aussieht wie so eine große Echse. Aber das alleine, das reicht natürlich nicht, um zu begründen, warum Killer Croc so aussieht, wie er aussieht. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass da irgendwie Gensplicing auch eine Rolle gespielt hat. Ansonsten ist vielleicht noch wichtig zu sagen bei ihm, der Kerl ist ein Kannibale, der ganz gerne mal von einem guten Batman naschen würde. Und jetzt gehen wir mal da in die Kammer rein. Wir kommen eh zu spät. Ich komme zu spät. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Und da wollen ein paar Spiele mit uns, Satyren mit uns spielen. Wir müssen... Sag mal, dann bleibt ein Kleinen hier weg. Das sieht er, wenn wir diesen Rüstungstypen versuchen zu schlagen, macht das unsere Kombo kaputt. Ich bin hier, bin ich fertig. Warte. Zack. Die müssen wir nämlich wieder so erledigen. Haut. Das sieht schmerzhaft aus. So, wir können auch ausweichen, habe ich gerade gesehen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist relevant für größere Gegner. Aber ein bisschen Beeilung hier jetzt. Wir sind der verdammte Batman. Ach, guck mal, was da liegt. Ich habe dir gesagt, du sollst die Speicherkraft mitnehmen. Du wolltest das zerstören. Und das habe ich getan. Besser wär's. Sonst wird das nächste, was zerstört wird, deine Visage sein. Die Speicherkarte ist beschädigt. Aber ich kann die meisten Dateien wahrscheinlich in der Bathöhle lesen. So, jetzt schöpfen wir mal ein bisschen ab hier. So wie Batman das machen würde. Und aufwärts. Die Bathöhle. Das ist ja eines der großen Elemente, in dem sie... mit dem sie für Origins Werbung gemacht haben. Bosskampf!
Ja, wir haben jetzt schon den ersten Superschurken. Und den, da können wir nicht einfach drauf einschlagen. Das funktioniert leider nicht. Was wir machen müssen, ist diesen Superstun und dann auf ihn einschlagen. Und zwischendurch auch mal ausweichen. Wow. Und jetzt kriegt er Hilfe, der Sack. Und schmeißt sie die Gaskanister an uns. Aber da können wir... Wow. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Wow. Aua. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Weil der Kerl natürlich weiter auf uns losgeht, wenn wir die Kleinen hier wegschnetzeln. Wow. Ja, da war ich leider mitten in dieser Kombo drin. Jetzt haut er uns aus dem Maul. Zeit, dass wir den Spieß wieder umdrehen. So, und jetzt gib ihm. Es ist noch ein relativ simpler und einfacher Bosskampf. Es ist halt immer noch Tutorial, ne? Oh, das stinkt immer. Aber guck mal die Zähne. Weg, du. Zack. Ah, jetzt kriegt er wieder Hilfe hier. So, diesmal aber, komm. Bumm. Aber ein Batarang benutzt, um das Ding gleich zur Explosion zu bringen. Wow. Das Problem ist gerade so ein bisschen die Kamera. Die finde ich nicht in Ordnung. Und... Aua. Ja, voll cinematisch hier gerade, diese Wand. ja, die Kamera. So, irgendwie sind wir ihm entkommen. Wahrscheinlich in einer ähnlichen Animation wie gerade eben. Und jetzt haben wir es auch schon gleich geschafft. Komm hier, zack, 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 zack. Boss, wo will er hin? Ein einziger Boss bin ich selbst. Du willst Zähne, ich will antworten. Warte nur, bis Black Masks Killer dich fertig machen. Welche Killer? Wie es auch schafft, wird berühmt und frei. Zumindest wird er nicht hässlich sein. Halt! Stehen bleiben, sofort! Du bist verhaftet! Nicht heute Nacht. Es gibt also keinen Batman, hä?